Willkommen wieder hier zurück oder neu auf dem Kanal. Ja, dieses Thema erregt nachhaltig die Gemüter und das ist eigentlich auch gut, weil ich finde es echt, ich habe wieder gesehen, das ist einfach so wichtig, denn wir haben eigentlich so viele Informationen dazu, wir haben so viel Videomaterial, wir haben irgendwelche Artikel, Bücher, keine Ahnung was. Und man denkt, dieses Thema ist jetzt wirklich abgefrühstückt so. Und doch, es ist einfach noch nicht ins Bewusstsein wirklich gesagt, worum es hier eigentlich geht. Und da tragen einfach einige Stellschrauben im Social Media, auch in der therapeutischen Szene, dazu bei, dass das ganze Thema einfach vereinfacht, verharmlost, einfach in meinen Augen komplett falsch dargestellt wird. Ja, natürlich haben wir auch die andere Seite, die das zu sehr hochkocht, zu sehr dämonisiert. Gar keine Frage, ja. Aber ich finde, also man kann das einfach ganz klar sehen, dass hier vieles schräg läuft, eben schief dargestellt wird. Und deswegen muss ich jetzt darauf nochmal eingehen. Ist auch gut, dass ich sehe, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und das zum Teil auch ganz klar wahrnehmen, was da vor sich geht. Und ja, deswegen muss man das halt nochmal so ein bisschen aufrollen. Zumindest aus meiner Sicht. Also es geht hier eben nicht darum, um das irgendwie nochmal klarzustellen. Es geht nicht darum, dass wir es hier zu tun haben mit irgendwie Menschen, die ein bisschen eitel sind oder ein bisschen selbstverliebt oder ein bisschen aufmerksamkeitssüchtig. Ja, das ist so der eine Teil, wobei ja selbstverliebt eben eigentlich ist es ja eher ausgelebter Selbsthass oder halt Selbstablehnung. Auch wenn das nach außen natürlich ganz, ganz, ganz anders verkauft wird. Aber eben, wir sprechen hier nicht von Menschen, die so ein bisschen gerne im Mittelpunkt stehen und ein bisschen eitel sind und dies und das. Das ist halt ein kleiner Teil. Aber worum es hier geht, sind einfach Menschen, die ihren eigenen Struggle, ihren eigenen Kampf, ihre Wunden, ihre innere Leere, eben ihren Selbsthass und so weiter dermaßen an anderen ausagieren, dass sie die Seele sprechen, dass sie die in den Boden rammen zum Teil und sich dann noch daran ergötzen. Also ich meine, es ist nichts Harmloseres als das. Zum Teil. Natürlich haben wir hier unterschiedliche Menschen und Menschen mit nur diesen Zügen und Menschen, die halt auf dem Spektrum krass weiter oben sind. Das ist ja sehr ganz klar. Natürlich muss man das auch differenzieren und so weiter und so fort. Und wir haben auch Menschen, ja, sowohl Jüngere als aber auch stark in dieser Eltern-, Großelterngeneration, die sehr unbewusst auf eine Art agieren. Das ist so. Das heißt nicht, dass man das dulden muss, dass man nicht ganz klar seine Grenzen ziehen darf. So. Aber das ist schon ein Fakt. Aber wir haben eben auch die anderen Kandidaten, die bis zu einem gewissen Grad einfach super bewusst unterwegs sind und da eben ihren Pfad der Verwüstung durch die Landschaft ziehen und denen noch der Weg geebnet wird, wo einfach Systeme, Instanzen, weil sie selbst so arbeiten oder weil sie keinen Bock haben, sich anzulegen. Das ist ja eben auch noch das nächste Ding. Man muss ja immer Angst haben vor der riesen Vergeltung, vor dem Mega-Vergeltungsschlag. Man kommt ja total in die Misere, wenn sie sich da zu Unrecht dann auch noch attackiert fühlen. Ja, dann hast du den riesen Megaterz, dann hast du den Ultrakrieg am Bein hängen und so. Das heißt, das sind ja realistische Ängste und dann kuscht halt lieber jeder, ja, oder auch viele von den Ex-Partnern und so zum Teil, weil sie keinen Bock haben, weil sie schon so emotional und vor Gericht schon so ausgelaugt und zermürbt wurden, ja, dass sie da halt eben einfach sich dann lieber raushalten und ja, der Narzisst eskaliert halt irgendwie in der Welt weiter. Und das wird massivst verharmlost, meines Erachtens, bagatellisiert, rationalisiert. Und es kann nicht sein. Und dann kommen noch irgendwelche Vergleiche. Deswegen sage ich, hört immer genau hin, prüft das für euch, schaut da genau hin. Dann kommen nämlich irgendwie auch, um das wieder so zu verharmlosen, kommen dann solche Vergleiche wie irgendwie, aber schau doch mal, wir tragen natürlich alle irgendwelche Masken, wir manipulieren natürlich alle mal und was ja stimmt, ja, das ist so. Also wir sind auch sicherlich alle keine Unschuldslämmer und wir bauen auch alle mal Scheiße. Aber das kann man doch nicht in einen Topf werfen mit Menschen, die wirklich wie so eine Landplage irgendwie umherziehen und hier 50 Feuer legen
und dann irgendwie danach sagen, ups, da habe ich nichts mit zu tun oder irgendwie, oder halt in eine totale Rage fallen, weil sie halt praktisch dann jetzt eben wieder mal zu Unrecht für irgendetwas zur Verantwortung gezogen worden sind und so weiter und so fort. Das ist halt die Perversion, da muss man genau hinschauen. Und du kannst nicht Äpfel, Birnen, Mohrrüben mit Kartoffeln vergleichen und irgendwie sagen, ja, weil du dich jetzt nicht bei deinem Friseur des Vertrauens dein Herz ausgeschüttet hast und dort ausgeweint hast, da warst du ja aber jetzt auch manipulativ, ne? Da hast du jetzt ja aber auch ein bisschen getrickst und so. Das jetzt in einen Topf zu werfen mit wirklich diesem narzisstischen gesamten Kreislauf, beziehungsweise diesem ganzen Arsenal irgendwie, oder zu versuchen, damit zu rechtfertigen, ja, oder eben auch mit der Vergangenheit. Natürlich haben wir, das sage ich ja auch immer wieder, die Partner sind auch ja eben unterschiedlich, aber natürlich hat es meistens mit ihnen zu tun, warum sie in Resonanz gehen, wobei man jetzt ja auch wieder sagen muss, es sind ja nicht nur partnerschaftliche Konstellationen, das sind ja auch ja alle möglichen Konstellationen und da hast du ja nicht die Wahl sozusagen, wer dir da vorgesetzt wird. Natürlich hast du immer die Wahl dann, ob du bleibst oder gehst, klar. Aber wie gesagt, das ist für mich nicht das ausschlaggebende Argument, genauso wenig wie, dass man halt eben deine ungünstige Prägung als Freischein anführen kann für jemand anderen, der damit Schindluder treibt und sich niederträchtig da ausagiert. So. Und zwar in großem Stile, ja nicht nur an dir, sondern halt eben an einer ganzen Reihe von Menschen. Also, wenn man jetzt noch mal ganz kurz auf diese Vergangenheit eingehen will, ja, ich meine, gerade viele, viele Betroffene, die ja sehr reflektiert schon sind, die kommen ja aus ihren Schuldspiralen gar nicht mehr raus. Also die stellen sich ja tausendmal die Frage, wie konnte es dazu kommen? Und ja, also die geißeln sich da schon genug für und deswegen ist es halt eher kontraproduktiv und führt halt irgendwie zu nichts. Das kann man immer bearbeiten und man kann das auch ja, gerade bei so wirklich Leuten, die halt das Gefühl haben, mit mir hat es jetzt gar nichts zu tun und so, dass man da dann irgendwie langsam mal so hinsteuert. Okay, natürlich, ganz klar, das ist ja auch hilfreich. Aber gerade bei Leuten, die sich eben reflektieren, das generell umzudrehen und zu sagen, ja, aber schau doch mal deine Anteile und der andere strahlt da weiter in der Welt rum und stiftet einfach nur noch nur Leid und Zerstörung, das kann es halt nicht sein. Und das dann noch irgendwie mit so komischen Relativierungen, wie eben, dass es dann in einen Topf geworfen wird, Manipulation, Masken und dieser ganze Quark. Also seid da wach. Auf jeden Fall, genau, was ich noch sagen wollte zu diesen Vergangenheitsgeschichten eben, die sind ja auch manchmal sehr ähnlich von den narzisstischen Menschen und den Partnern. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, das ist übrigens auch so, also viele Therapeuten rationalisieren das oder bagatellisieren das Verhalten auch mit der Kindheit des Narzissten. Aber ja, deine war ja meistens auch kein Ponyhof, sage ich jetzt mal. Und die dann so auszunutzen, ja, ist halt so die Frage, ob das so der große Knaller ist irgendwie. Und eben gerade wenn du jetzt zum Beispiel, meistens war ja der erste Narzisst in deinem Leben, vielleicht eben ein Elternteil oder wenn du ganz viel Pech hattest, zwei Elternteile. Und da geht eben schon das Thema Schuld und Gaslighting los. Also da wird dann praktisch schon der Grundstein gelegt unter Umständen, dass du halt eben deiner Wahrnehmung nicht mehr traust. Und das musst du dir dann erstmal mühsam wieder zurückerarbeiten, ja. Und deswegen ist es eben sehr kontraproduktiv, wenn du schon reflektiert bist, dass dir dann ständig jemand von außen noch sagt, ja, aber du Vollhorst, das ist nicht, hast du erst noch nicht gecheckt und so weiter und so fort, weil eben, wenn man mal genau hinschaut, ist die Schuld oder halt eben diese Selbstgeißelung, ist ein Mechanismus, der diese Beziehung ja auch in einer gewissen Dauer am Laufen hält. Denn das ist eigentlich so ein Mechanismus, der so erstens übernehmen Kinder sowieso die Verantwortung für alles erstmal. Und dann kann es natürlich sein, dass es eingeimpft ist, dass die Eltern sowieso schon dazu geneigt haben, aufgrund ja, ihrer Unzulänglichkeit, ihrer Störung, wie auch immer, die Schuld zu geben für verschiedene Dinge und eben deine Wahrnehmung auszuschalten. Man jetzt so ein ganz banales Beispiel nimmt zum Beispiel, es ist so, dass wenn die Eltern viel gestritten haben, es viel Unfrieden war zum Beispiel und das Kind halt das mitkriegt und die Mutter fragt, ja, warum sie jetzt so sauer ist oder so, ne?
Und die Mutter hat es verleugnet und sagt, dass sie gar nicht sauer ist und so. Und ja, und wenn das Kind aber jetzt noch ein paar Mal weiterfragt, dann wird sie sauer. Also kriegt sogar noch die Schuld für etwas, was es überhaupt nichts kann, ist einfach völlig von der Rolle und hat jetzt diese zwei Varianten. Also einmal, ich bin im Recht und die Mutter belügt mich bewusst. Oder halt eben, ja, ich liege falsch und meine Wahrnehmung ist offensichtlich irgendwie verquer. Dann wird die auch abgespalten, ja. Also dann wird die auch verschüttet. Und auch viele andere Gefühle. Wenn einfach zu viel Stress war, zu viel Last, dann wird da auch eben viel zugeschüttet. Und dann ist es häufig bei vielen Frauen, also es gibt auch Männer, die haben diese Dynamik, aber viele Frauen gerade, die haben dann so das Ding, dass sie sich diese unzugänglichen Partner suchen und sich daran halt abarbeiten, damit sie halt so ein bisschen ihre eigenen Schmerzen auch zudecken und da das Gefühl haben, ja, jetzt eben diesen unzugänglichen Menschen zugänglich zu machen, wie auch halt das Elternteil, ja. Aber eben, also ich finde halt, diese Prägung zu haben, ist ja kein Freischein für Missbrauch. Also was ist denn das für eine Argumentation? Ich finde eigentlich sogar, es ist gerade deswegen noch schützenswerter und noch verwerflicher, genau diese Punkte auszunutzen. Und eben gerade solche Menschen, die halt so eine Kindheit hatten und so, deren Begleiter, ständiger Begleiter ist sowieso Schuld, sich ständig zu entschuldigen, sich eben aufzuopfern, weil sie das halt einprogrammiert haben, schlussendlich irgendwo. Gerade wenn man dann noch so, das ist natürlich zusätzlich kommt dann noch diese Dynamik, dass man halt mega angefüttert wird und dann das entzogen wird. Und dann quasi, ja, dass man halt so die Aufopferung ist halt quasi der Preis für die Liebe eines. Die Liebe eines anderen Menschen. Und da diese Prägung halt sehr stabil ist, ist das halt eben sehr fatal und schwierig, die wieder, ja, sagen wir mal, aufzulösen. Und dann sucht man sich halt entsprechende Partner und so weiter. Muss allerdings nicht immer so sein. Also man kann definitiv gesunde, bessere Partner anziehen und man kann auch das für einen selbst schädlichere schneller erkennen. Deswegen unter anderem mache ich diese Arbeit. Aber es ist nun mal so. Und wenn dann Schuld und eben diese Aufopferung und sich entschuldigen und dieser Kram eh schon in dir ist, brauchst du das nicht von außen die ganze Zeit noch obendrauf zu bekommen. Und was ich eben noch sagen wollte, dass ja gerade diese, ja, dass es ja eben der Klebstoff ist, auch der Treibstoff, der eben in diesen Beziehungen hält. Weil das ist ja der Punkt auch, Betroffene geben sich die Schuld, weil sie denken, sie könnten was ändern. Also das holt dich aus dieser Ohnmacht raus. Das ist so ähnlich wie das mit den primären und den sekundären Emotionen. Sonst müsstest du ja gar nichts tun oder würdest es halt schneller erkennen, dass du jetzt hier auf verlorenem Posten bist. Ja, wenn es jetzt, muss ja nicht immer, aber wenn es jetzt halt so ein narzisstischer Partner zum Beispiel ist. Und ja, also da wollte ich einfach nochmal sagen, auch wenn du dieses Wissen dazu lernst und dazu gewinnst und wenn du dir klar machst, dass eben auch nicht wie in diesem Kerngaslighting, was ja auch Hauptbestandteil ist von diesen Beziehungen, ob jetzt im Elternhaus oder in den Beziehungen später dann, dass du das Problem eben bist und nicht der andere, was dich ja dann eben auch drin hält, wenn du dieses Wissen hast und du kannst ganz klar trennen jetzt. Nee, also das ist der Anteil vom anderen und das ist meiner. Und über meinen kann ich Verantwortung übernehmen. Okay, der andere übernimmt für seinen Part nie die Verantwortung, das kennen wir ja. Das ist halt Teil der Störung. Gut, vielleicht so ein bisschen fake-mäßig, wenn dann wieder so ein bisschen Imagepflege dazu kommt, so ein bisschen Selbstreflexion, weil die halt nach außen gut aussieht. Dann schon, aber ja, halt nicht wirklich, also nicht innerlich eben. Ne? Und ja, das Ding ist halt eben, wir haben es, also das anzuerkennen, mit was man es hier zu tun hat und den Anteil klar dort zu belassen und deinen bei dir dafür die Verantwortung zu übernehmen, das holt dich komplett aus der Opferrolle raus und stärkt dich und dann kannst du auch ja, weiter trotzdem an dir arbeiten. Das eine schließt ja nicht das andere aus. Das finde ich eben ganz wichtig, aber es stärkt dich und holt dich raus und du kannst dann weitergehen und kannst ja darauf auch vollkommen zum Teil ohne Groll zurückblicken. Also ich kann da auch von außen auf manches draufschauen und mir sagen, irgendwie so,
liebevoll und empathisch und kann sagen, ja, also ich wünsche dir Liebe und gute Besserung. Die wird in diesem Leben nicht mehr eintreten, aber gut, aber ich wünsche halt vor allem auch den Gegenparts, dass sie die Augen aufmachen und dass sie klar hinschauen, was da Sache ist und eben nicht nur den schönen Worten oder dem vorgespielten Image da der Fassade halt Glauben schenken, die dann, die noch von außen ständig irgendwie gepusht und gepampert wird, ja. Also gerade auch die therapeutische Landschaft, die deutsche, es ist echt bitter. Also das kann man wirklich komplett vergessen. Also zumindest bis auf ein paar Ausnahmen eben. Da wird dann auch immer angeführt, neben diesen, ja, diesen Standardmerkmal, diesen bisschen oberflächlichen halt so, ja gut, die sind halt so ein bisschen machtgeil und sind so ein bisschen eitel und ach, dann sind sie noch so ein bisschen kränkbar, ist auch nicht so schön. Nee, es geht hier eben um eine ganz andere Hausnummer eben, ne? Und dann wird zusätzlich noch immer angeführt gerne, ja, und das ist ja eigentlich auch so selten. Ja, da frage ich mich auch, ist das so oder haben wir es nicht schon eher viel zu sehr als Normalität integriert in der Gesellschaft und so weiter, weil es natürlich zum Teil Eigenschaften sind, die halt, ja, wie soll man sagen, erfolgsversprechend sind oder halt gewisse Vorteile bieten, ist es nicht schon viel zu sehr Normalität und zelebrieren wir diese Eigenschaften nicht viel zu sehr schon ab und sehen gar nicht mehr die schädlichen oder halt lassen uns auch viel zu leicht blenden. Das ist, würde ich sagen, eher das Problem. Zumal man ja auch sagen muss, wie kommt man denn immer zu der Aussage? Denn das ist, da kann ich ja eigentlich nur müde lächeln, weil schlussendlich treten die ja statistisch natürlich nicht in Erscheinung, die meisten zumindest, weil sie ja eben kein Problem an sich sehen und beziehungsweise das Gefühl haben, sie haben halt das Recht und so weiter, sich da irgendwie auszuagieren wie die Axt im Walde. Und nach mir halt die Sintflut so ungefähr, die anderen können es da jetzt gern wegräumen. Ja, das ist ja so das nächste Ding. Also die tauchen ja eben da auf der Bildfläche gar nicht auf, weil sie halt eben nicht Therapie suchen und so weiter und so fort. Also weiß ich gar nicht, ob man das immer so sagen kann, dass es so unglaublich selten ist. Vielleicht ist es schon viel zu sehr gang und gäbe einfach so. Also das ist eher so meine Wahrnehmung. Beziehungsweise es wird noch in den Himmel gehoben, durchgewunken, abgenickt von irgendwelchen Institutionen, die halt auch eben selbst zu arbeiten, davon profitieren oder halt eben keinen Bock haben, dich dir, ja, das da irgendwie jetzt den Terz zu geben und sich da noch irgendwie großartig anzulegen und pff, nö, warum denn und so, soll der doch weitermachen. Die anderen haben halt Pech, wenn sie da irgendwie, ja, Schutt und Asche irgendwie verbleiben. Das ist halt dann deren Pech und ja, das ist halt so die Frage, ob das halt irgendwie so toll ist. Und das Ding ist ja, also ein bisschen ist es auch so wie, und das heißt jetzt nicht, dass die Betroffenen immer komplett schwach sind. Es wird ja auch immer gerne, dann kommt immer der große Aufschrei rein. Die suchen sich absichtlich noch Leute aus, die sie quasi, ja, die vielleicht sogar fast ein bisschen überlegen oder ebenbürtig sind, die sie dann erst recht brechen können. Das ist so die eine Seite. Aber du kannst trotzdem stark sein und trotzdem diesen Makel haben oder diese Schramme aus der Kindheit so. Und sie riechen es ganz genau und suchen ja auch danach die Menschen aus. Also so ein bisschen wie so ein Raubtier, was im Grunde genommen, also so ein Löwe, der sucht sich zum Beispiel ja auch die schwächsten, die ältesten, die kränksten Tiere raus, so. Aber um zu überleben, klar, kann man sagen, der Narzisst auch, aber ich finde, dem Löwen kann man dafür weniger einen Vorwurf machen, sagen wir mal, als jetzt so halt so einem Hardcore-Narzissten, der halt irgendwo ein Stück weit einfach weiß, was er tut und auch das Gefühl hat, er ist da im Recht mit, ne? Und eben das Ding ist ja, dass sie da teilweise noch nicht mal einen Hehl draus machen oder da noch stolz drauf sind und das dir sogar noch mitteilen, wen sie sich da wie sonst wie rauspicken und sich dafür noch eben abfeiern. Das geht sogar so weit, dass sie halt beispielsweise irgendwelche Sketche drehen und dann da die aktuellen Zufuhrquellen auch einbauen und die dann auch bittererweise das Gefühl haben, sie haben da sich den Mörderfang irgendwie angeeignet und gar nicht kapieren, in was sie da eigentlich stecken. Ja, und die machen da irgendwelche Sketche und zeigen eigentlich, führen eigentlich vor, wie sie wirklich sind, aber so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, ne? Und lachen sich den Ast darüber weg, dass es halt keiner checkt so wirklich, ne? Und sie halt nicht erkennt. Und das ist, glaube ich, eben
kein Wunder, wenn man sich anguckt, wie viel das eben begünstigt wird von der Gesellschaft, von eben irgendwelchen Flying Monkeys und so weiter, Institutionen, eben Instanzen, Systemen, dass man halt einfach sagen muss, ja, kein Wunder sitzen die, also natürlich sind das teilweise auch psychopathische Menschen oder aber eben auch narzisstische Menschen mit starken Anteilen, sitzen die da eben in irgendwelchen Machtpositionen und lachen sich echt einfach den Ast über die Leute, dass sie es einfach nicht raffen, dass sie sich so leicht blenden und manipulieren lassen und so. Und ja, da halt einfach sie sich da ausagieren und ihr Schindluder treiben eben. Natürlich schön verdeckt, je nachdem, ja, wie sie halt eben da unterwegs sind und wie sie auch das Gespür haben, das nach außen hin abzuliefern, was halt so gefragt ist und im Untergrund halt da ihre ganz andere Machenschaften rauszulassen. Und das ist halt irgendwie, also ich finde, das muss man einfach mal ganz klar benennen und sehen als das, was es eben ist. Und wenn es hier nur darum ginge, um irgendwie so ein bisschen Eitelkeit oder Social Media oder was weiß ich, das ist ja fast noch die amüsante Komponente. Also das ist ja eher noch so, da kann man ja sogar noch mit so einem Schmunzeln drauf gucken manchmal, wenn man das so von außen sieht, wie sich da abgefeiert wird selbst und irgendwie 10-mal ach und da wieder meine Begriffe und da wurde ich wieder erwähnt und hast du nicht gesehen, wer mich hier wieder gefeiert hat und ja, also ich will es jetzt aber nicht an die große Glocke hängen, gut, habe ich es nur schon 300.000 Mal erwähnt irgendwie. Ich meine, das wäre ja noch amüsant, sage ich jetzt mal, wenn es nur das wäre, aber dieses flächendeckend Zerstörerische, dass da halt wirklich sich ja, abgerödelt wird irgendwie an der Reihe von Menschen. Das ist es eben auch. Es betrifft nicht nur Beziehungen, betrifft eigentlich die Gesellschaft. Und deswegen finde ich, ja, sind wir da halt alle ein Stück weit gefragt. Und dass wir das halt mehr durchschauen, dass wir wirklich mehr hinschauen und das eben auch benennen dürfen und ganz klar trennen dürfen. Und das nicht ja irgendwie bagatellisieren oder rationalisieren auf Basis der Vergangenheit von der Person oder wie auch immer. Deine war ja meistens jetzt auch nicht gerade so eben der Ponyhof oder Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Und ja, dass wir eben das so ein bisschen stoppen, dass das so zur Normalität geworden ist, dass wir diese Verhaltensweisen eigentlich sogar mehr zelebrieren, als dass wir sie als, ja, sanktionswürdig irgendwie ansehen und so weiter. Das ist schon echt eigentlich das größte Problem. Und natürlich kann man das trotzdem anerkennen und sagen, ja, es sind arme Söckchen irgendwo, wenn man das gerade, wenn man das so nötig hat und da irgendwelche diese Rollenspiele und dieses Ganze da aufzufahren und so weiter, natürlich. Aber wie gesagt, die andere Seite hat ja eben auch ihre Wunden und da so mit Kalkül zum Teil auch so reinzustechen und das immer wieder ja, so zu forcieren, dass es eben, dafür gibt es halt keinen Freischein. Und das finde ich halt, das darf man ganz klar benennen und ganz klar trennen. Und das ist eben ein Faktor, der dich absolut stärken kann und der einfach, finde ich, so wichtig sind. Mega wichtig ist. Und ja, es ist einfach so, wenn du es mit, ja, gesünderen, wir sind jetzt alle wahrscheinlich, wir haben alle irgendeine Macke oder so, aber wenn man es mit gesünderen Menschen zu tun hat, dann ist Vergebung oder so ein bisschen Nachsicht oder ein bisschen Wohlwollen oder so ein bisschen Credit ja immer was Gutes. Das ist ja ein Geschenk, das ist ja was Tolles. Aber wenn man es halt mit solchen Persönlichkeiten zu tun hat, dann ist es hier nicht so gut, das halt einfach anzuwenden. Und da kann man trotzdem mit Empathie auf der einen Seite, aber halt auch mit einem klaren Blick draufschauen. Und das ist auch nochmal so ein Ding. Also man darf das auch bewerten. Ja, ist das jetzt auch so? Die Szene der Persönlichkeitsentwicklung hat da jetzt auch immer so ihre Finger drin und kommt dann irgendwie mit diesen beschwichtigenden Argumenten. Ja, wir sind doch jetzt alle so reflektiert und hey, und wir bewerten nichts mehr und so. Und das ist in diesem Zusammenhang sehr gefährlich. Keine gute Idee. Diese Sachen eben klar zu differenzieren, klar zu haben, was ist welcher Anteil, mit was habe ich es hier zu tun, kann dich absolut retten, kann dich absolut schützen vor der ganzen Misere, dass du eben nicht wie diese Zufuhrquellen da drin hängst und denken, Wunder war's, der Traumprinz ist da am Start und es ist die absolute Vollkatastrophe. Ja, das ist halt dann eben so, dass du da halt einen ganz, ganz anderen Blick hast und das viel, viel schneller auch erkennen kannst.
Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass im Zuge der Schuldumkehr, dass es ganz häufig dann auch passiert, dass wenn du eben diese Dinge auf den Tisch bringst, weil das ist ja so die Grundregel, dass immer ja nicht der Missbraucher ist, der Unruhestifter, sagen wir mal, sondern immer bist du das, wenn du sozusagen den Missbrauch an die Oberfläche holst, wenn du diese Tatsachen auf den Tisch legst und so weiter und so fort. Dann kommt von der Gegenseite und auch eben von den Handlangern, je nachdem, die da schön eingekauft, geschmiert, was weiß ich was wurden zum Teil, oder es einfach nicht raffen, aber häufig sind sie auch instrumentalisiert. Ja, dann kommt noch eben quasi, dass du zu anstrengend bist, zu urteilend, zu wertend, zu unnachgiebig und so weiter und so fort, zu kleinlich und was nicht alles. Das ist ein bisschen das neue Pendant zu überempfindlich. Ja, auch das kann man genau erkennen. Natürlich darf man sich immer hinterfragen. Natürlich darf man sich immer von Menschen irgendwas spiegeln lassen, die einen auch kennen oder wo man auch irgendwie, weiß ich nicht, wo die Meinung halt so ein bisschen was Fundiertes hat, und dass man sich immer reflektiert, ja, ist gar keine Frage. Und es gibt ja auch Menschen, die sind extrem verbittert oder die können keinen Moment genießen. Die sind tatsächlich so drauf, dass sie da ja halt irgendwie alles schlecht reden müssen oder gegen alles sind oder so. Aber das ist wieder dieser Mechanismus, der hier verwendet wird, um dann eben diese unliebsamen Stimmen verstummen zu lassen, dich so ein bisschen zu beschämen dafür, dass du halt die Wahrheit auf den Tisch packst, was halt jetzt ja nicht so gewollt ist, ne? Ja, und ein bisschen kritisch ist immer besser als zu naiv. Das wollte ich auch noch mal sagen. Und wie gesagt, das kann dich absolut vor Schlimmerem retten. Deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen, immer kritisch zu denken, alles zu hinterfragen. Auch wenn dann irgendwie solche Dating-Tipps kommen, wie, weiß ich nicht, genau, dann geht es irgendwie drum, ja, dann sei doch du mal der abschießt, damit du dann nicht wieder so die Abgeschossene bist oder sonst irgendwas. Das sind dann die tollen Dating-Tipps von den korrupten, abgehalfterten Dauersingles. Da denke ich mir dann auch, ja, Prost, also kein Wunder, haben wir irgendwie so eine desolate, verkrüppelte Kommunikation, obwohl wir so wahnsinnig vernetzt sind, ja. Das sind ja genau auch wieder, da werden wieder fast die narzisstischen Verhaltensweisen werden wieder irgendwie salonfähig gemacht. Das ist dann der Königsweg, ja, dann machst du das jetzt halt, weil, oh, man könnte ja verletzt werden. Das ist ja genau das, ne? Wenn sie merken, oh, sie wurden jetzt durchschaut oder wie auch immer, dann kriegst du die Bestrafung, dann kommt Schweigen, Rage, Ghosting und was nicht alles und so weiter. Und das sind jetzt die neuen Taktiken, ja, die sollen wir jetzt anwenden. Ja, super. Also deswegen sage ich, denkt immer mit, auch was so in puncto Männlichkeit und so weiter jetzt immer kursiert. Aber das, ja, müsste man nochmal in einem extra Video irgendwie thematisieren. Das kann man wirklich alles kritisch hinterfragen, was da eigentlich los ist, mit einem klaren Blick sich das überlegen, ob das sich für dich stimmig anfühlt, oder ob das eben hier zu dieser ganzen Verwurstelung, Verschwurbelung beiträgt. Ja. Es ist auch so, man darf einfach nicht vergessen, dass diese Menschen ein super Gespür dafür haben. Das ist auch bei diesen professionellen Hochstaplern, sage ich jetzt mal, die halt da eben irgendwas vorgeben zu sein und sind eigentlich irgendein Postbote und agieren dann plötzlich sich als Psychiater da aus und so. Gibt's auch so einen wahren Fall. Das ist echt haarsträubend so. Und das ist halt, die haben einfach ein unglaubliches Gespür, Menschen einzuspinnen und halt irgendwie ja, an den richtigen Stellschrauben das abzuliefern, was halt eben jetzt Applaus bringt oder was sie halt irgendwie weiterbringt. Und ja, im Untergrund läuft halt so der Bullshit ab. Und deswegen ist es einfach super wichtig, da immer wachsam zu bleiben. Auch jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade so wenn man das so ein bisschen überträgt, jetzt auf das, was in der Welt gerade passiert, in der Politik mal wieder und so weiter. Ja, ich weiß nicht, darf ich wahrscheinlich wieder nicht sagen, aber auch da mal zu gucken, ja, das ist ja jetzt auch gerade so, dass irgendwie man praktisch eigentlich genötigt wird in etwas, sich jetzt irgendwas da zu spritzen zum Beispiel, damit man wieder so vielleicht so ein bisschen Freiheit, so ein bisschen Grundrechte, die einem normalerweise zustehen,
irgendwie eventuell dann wieder so ein bisschen bekommt, wenn nicht noch Mutation XYZ dann auftritt und so weiter. Also das heißt, eigentlich ist das wirklich so eine, sind wir schon so unter Druck und so schon irgendwie runtergefahren, dass man uns jetzt praktisch so eine Nötigung als irgendwie Freiheit verkaufen kann. Das hat so eine ähnliche Perversion, ja. Also das ist sowas von der Dynamik her was Ähnliches, was da passiert. Nur ist es da vielleicht sogar eigentlich noch ein bisschen offensichtlicher, während so bei diesen narzisstischen oder psychopathischen Anteilen, wie auch immer, Menschen, ist das ja, es ist halt noch so ein bisschen subtiler. Aber ja, dennoch. Also und dass man einfach auch mal so ein bisschen genauer hinguckt und auch sieht, wie wird was verkauft. Denn sie haben halt auch das Talent, an den richtigen Stellen sich dann wieder als Opfer zu verkaufen. Und ach Gott, da schon wieder diese haltlosen Anschuldigungen. Und da mussten sich schon wieder irgendwie gegen irgendetwas verteidigen, um es hier gar nichts zu tun haben. Wo ich aber auch nochmal sagen wollte, ne, das ist ja eigentlich auch ein Schuldeingeständnis. Also wenn jemand immer sein Image so polieren muss, wenn jemand so viel Flying Monkeys die ganze Zeit einbinden muss, noch schmieren muss, bezahlen muss, wenn ich dann irgendwie noch irgendwelche Mafia-Anwälte die ganze Zeit brauche, ja, um mich ständig gegen das Unrecht von außen zu verteidigen. Und da kommen, ach, da schon wieder diese Neider und so. Ja, ich meine, das muss ich ja nicht tun, wenn ich nicht selber wüsste, ich habe den mega Dreck am Stecken. Natürlich wird das nur kurz irgendwie dann mal gesehen und dann wieder abgewendet. Nein, weil sie können sich ja nicht wirklich eingestehen, aber zum großen Teil wissen sie das eben oft schon auch, wie sie unterwegs sind und lächeln das noch, wie leicht eigentlich die Außenwelt das alles schluckt und so weiter. Auch wenn sie dann natürlich mal Sanktionen erhalten, die sie eigentlich eh meistens aber als eine Frechheit empfinden, weil sie sind ja außerdem entitled, ja, also sie dürfen ja eigentlich alles. Oder halt dann mal sehen, ups, ja, sie stoßen halt schon an Grenzen. Vielleicht haben halt bestimmte Menschen auch dann nicht mehr so Bock auf sie, gerade so des anderen Geschlechts irgendwie, die noch so ein bisschen ein paar Gehirnzellen haben und das halt durchschauen, was da abläuft. Ja, da muss man sich halt bei den gebrainwashed, stupiden Fans ein bisschen vergreifen, bedienen, damit Vorlieb nehmen, das ist dann halt ein bisschen blöd. Aber schlussendlich, wie gesagt, ja, es ist hier in gewissen Teilen ist hier eine große Einsicht, also ein Stück weit und eine große Bewusstheit, wenn auch nicht Einsicht in dem Sinne, dass halt Schuld oder eben mal Verantwortung für irgendwas übernommen wird, aber halt, ja, dass sie halt wissen, was sie tun, ein großes Stück weit und dass sie sich noch darüber weglachen, dass im Grunde genommen ihnen der Weg bereitet wird, noch geebnet wird, alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und sie noch abzelebriert werden. Das ist schon ziemlich heftig, wenn man das von außen so klar sieht. Und ja, ich wollte einfach nochmal, genau, also eure Sachen aufgreifen, beziehungsweise da einfach nochmal meine Sicht dazu beitragen und euch sagen, ja, dass man sich da nicht so verunsichern lassen soll und dass man gerade mit dem kritisch sein. Denkt ruhig immer kritisch und mit und das kann absolut der beste Schutz sein. Ja, jetzt ist es schon wieder viel zu lang. Schreibt es mir sehr gerne wieder und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.